So, also dann würde ich mal sagen, wir probieren es mal aus hier. Am besten wäre es natürlich, wenn ich hier zuerst eine Strecke nehmen würde, wo man die Stärke des Bikes sehen könnte. Also fahre ich hier mal drauf. Und dann schaue ich mal. Wenn ich dann mehr brauche, dann kann ich das immer noch anschauen. Aber vorerst mal. Ähnlich wie viele ihrer Komponenten wurde auch die Struktur, das habe ich mal gelesen. Das habe ich auch schon gelesen. Also ist gar nicht mehr so interessant hier. Also, los geht's. Ich stelle sie jetzt zuerst mal so ein, damit ich bloß nicht am Start durchdrehe. Oder sie abhebt oder was auch immer sie macht. So sieht so aus, ob ich einigermaßen mithalten kann. Ganz so richtig, aber doch einigermaßen. Was mache ich da? Mensch. So fliege ich wieder die ganze Zeit. Gut, wenn ich natürlich so wenig zimperlich mit dem Gas umgehe, dann ist es klar. Was hat der für einen Vorsprung hinbekommen? Mensch. Was ist das für ein Gegner hier? Ich wüsste, wie der hieße. Smith. Okay. Was fährt denn der Smith hier? Ist ja unglaublich. Fährt einfach auf und davon. Eineinhalb Sekunden hatte er, jetzt hat er 5,5. Er hat ja ganz viel Zeit gut gemacht, wie auch immer er das gemacht hat. Interessant. Au. Jetzt sind es 6,5 Sekunden. Was fährt er zu... Was fährt er denn? Was fährt er für ein Bike, das hier so viel schneller als alle anderen ist?
Liam Smith, ein Honda VTR 1000 SP1. Okay, wenn die so viel schneller ist, dann muss ich schon die nehmen. Oder eine ähnliche, wie auch immer. Ich gehe am besten so ins Hauptmenü zurück. Zurück zum World Tour. Dann verliere ich zumindest nicht so viel. Okay, also schauen wir uns das doch nochmal an hier. Also ist die VTR 1000 so viel besser als die anderen. Ja gut, dann versuchen wir es halt mit der VTR 1000. SP2 diesmal. Nur ist die Frage, wie hat er das aufgemotzt? Hat er sie auf Leistung getrimmt oder hat er sie mehr auf Handling getrimmt? Wahrscheinlich aber auf die Geschwindigkeit. Da muss ich halt ein bisschen was anderes versuchen. Ich versuche es jetzt mit dem Handling. Also erstmal ein Slick drauf und dann noch leichtere Felgen. Welche Farbe nehme ich denn? Passend zum Castrol-Schriftzug nehme ich einfach mal grün. Dann mal der Scheiß hier weg. Und das hier. Dann noch eine ordentliche Gabel. Bremsen mache ich jetzt hier nicht so wirklich. Ich versuche wirklich nur das zu machen, was jetzt keine großen LPs bringt. Dann noch ein Getriebe. Den Quickshifter lasse ich mal sein. Okay, Bremskabel kann ich noch anpassen. Dunkelgrün. Und ab hier würde es dann was bringen. Also okay. Dann vielleicht noch ein anderer Auspuff hier. Einer, der was bringt hier. Vielleicht noch ein Luftfilter, das sind schon zu viel. Okay. Vielleicht hier was. Ja, das können wir noch machen hier. Sonst wären es schon zu viele. Wie ihr seht, ich habe die Bremsen nicht angepasst und ich habe hier auch eigentlich wirklich nur versucht, das Handling zu verbessern. Und auch ein bisschen die Beschleunigung, wenn es denn sein muss. Hoffentlich bin ich jetzt damit konkurrenzfähig.
Nach dem Sieg bei der Superbike WM 2000 entschied sich Honda, die Spezifikationen der VTR 1000 zu überarbeiten und Änderungen an nahezu allen Komponenten vorzunehmen. Um die Leistung auf der Rennstrecke zu verbessern, aber auch insbesondere auf der Straße, wo Honda große Erfolge feierte. Diese weiterentwickelte um 2 kg leichtere Version wurde SP2 getauft. Sie hat neue Auspuffe, eine überarbeitete Treibstoffeinspritzung, eine bessere Traktion und verbesserte Bremseigenschaften. So, mal schauen, ob ich jetzt mit der klarkomme. Mal schauen, ob das was bringt hier, sonst muss ich halt mal anders einstellen. So. Schon deutlich Power und auch ein sehr gutes Handling, wie man sieht. Okay, das war doch zu schnell. Habe ich verstanden. Ja, mit der bin ich deutlich konkurrenzfähiger. Wenn ich besser fahren würde, wohlgemerkt. Mal schauen, ob ich jetzt rankomme. 4/10 hat er so gut gemacht, auf jeden Fall, in diesem Sektor. Ich wieder die halbe Sekunde gut gemacht. Ich beschleunige nicht so gut wie der da vorne.
nochmal zwei Zehntel gut gemacht. Das war eine ganz schlechte Kurve. Fast. Fast wäre es gut gekommen. Muss ich jetzt einfach Mut haben. Keine Kollision scheuen. Da war ich zu spät dran. Das fand ich jetzt nicht so gut. Fast, 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 fast. Noch ein bisschen mehr. Ja, genau so. So, vielleicht ein bisschen später eindenken. Verdammt. Schon besser. Geht doch. Nicht gut. Ich will den Sieger schon um jeden Preis sicherstellen. Es scheint, als ob das Bike hier mit Abstand, mit großem Abstand, das Beste ist.